Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sims 3. Wir sind wieder im 6-Personen-Haushalt und ich hoffe mal, dass... Gut, dann kann er eigentlich gleich danach in die Koje hopsen. Nee, kann er nicht, er ist schon wach. Hier schlafen alle, das ist gut. Und wie sieht's unten aus? Wix. Die schlafen auch alle. Okay. Wenn er schon hellwach ist, würde ich sagen, kann er sich einen Snack reinpfeifen. Müsli, um genauer zu sein. Ja, ich weiß. Ich bevorzuge Müsli. Ach, er hat ja gearbeitet. Aha. Ist das hier? Cyclone 3 und jemanden kennenlernen. Aha. Logik. Kochen könnt ihr lernen. So. Wird er danach denn auch mal machen? Es sei denn. Ne, in 4 Stunden beginnt die Arbeit. Na gut. Auch verzögert kann er trotzdem. Verpasst. Ach so, er ist am Zocken. Okay. Okay. Wer hupt denn jetzt? Der fährt zur Arbeit? Achso, okay, ja, stimmt, ist ja Montag. Dann nur ab, würde ich sagen. Stimmt, ja, ist ja Montag. Okay, bei ihm geht's in 3 Stunden los. Ist in Ordnung. Okay. Der hat ausgepennt, aber... Ja, ist doch in Ordnung, der ist doch schon unterwegs. So, wir können dann erstmal einen Snack essen, würde ich sagen. Und... Normaler Betrieb, ich glaube es hackt. Bei Feuersitzen einschleimen, wie wird damit? Das müsste man eigentlich auch über die gesamte Arbeitszeit schaffen. Umschalten auf ran an den Herd. Was hältst du denn davon? Wer ist denn das jetzt? Okay. Gut. Alles klar. Ist auf dem Weg. Macht sie, macht mal das Bett fertig. Aha. Ich würde mal sagen. Herzen von was essen. Müsli. Fertig. So, sie ist am Duschen. Na gut, wenn sie das will. Soll mir egal sein. Ey, wo rennt die denn hin? Ganz ehrlich. Okay, so. Moment mal. Welches Auto hat denn da schon wieder gehupt? Ich sehe hier keins. Soll mir egal sein. So. Okay. Ist unterwegs. Noch nicht ganz, aber fast. Normaler Betrieb. Vergiss es. Die sind da. Naja, zumindest ist fast alles ein Smiley. So, in Ordnung.
Arbeit, kann sie die Rechnung bezahlen und die Post nehmen. So, in Ordnung, die ist ja schon unterwegs. Was willst du denn? Ist auch nicht ganz klar, warum die unbedingt nach oben latschen musste, aber was soll's. Ich hab denen wahrscheinlich zu viel Wahlmöglichkeiten gelassen, aber bei 6 Personen sollte man schon ein paar haben. So. Hart arbeiten. So. Normaler Betrieb, kann er ja wohl vergessen. Diese da. Okay. Vorsitzende einschleimen, hart arbeiten, ja. Okay. Und jo. Papierkram des Chefs erledigen ist aber auch in Ordnung. Bum, 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 bum. Bum? Ah, jetzt spult er. So. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber ist egal. Minus 1, 2. Ah ja, das war für... Alles klar. BHST. Du musst nun den Beinhardt-Sports-Test absolvieren. Soldaten, die diesen Test bestehen, kommen in den Genuss bestimmter Vorteile. Allerdings musst du körperlich und moralisch in Bestform sein, um diesen schwierigen Test zu bestehen. Begib dich in deiner Freizeit zum Militärstützpunkt und nimm am BHST teil, um von einer Erhöhung des Gehalts und der Jobleistung zu profitieren. Warum nicht? Irgendwo ist hier eine Anlage an. Aha. So, das wird wohl sie gewesen sein. Jo, ist er auch. Dann würde ich sagen... Energie, okay. Snack essen, Müsli. Und danach kann sie dann nach oben gehen und pennen. So. Dum, 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 dum. Okay. Der ist fast fertig. Fähigkeiten. Aha. Angeln müsste er dann. Würde ich sagen. Kann er, indem er ein Snack ist. So, was ist mit ihm hier? Der will unbedingt ein Buch lesen. Und wenn er unbedingt lesen will, würde ich sagen, ja, okay, lassen wir ihn lesen. Schließlich hat er die Wenengaben schon so weit durch, die er braucht. Okay, sie ist unterwegs. Sie ist auch unterwegs. Was lassen wir sie machen? Die kann eigentlich erstmal was essen gehen. Und dann kann sie diesen machen. Okay. Er ist noch am Snack einzwitschern. Hat die denn eine Weste? Ach nee, das ist die Frisur. Mädchen, du kannst auch reingehen. Ist kein Problem. Und so müde wie du aussiehst, würde ich sagen, ab in der Koje. So. Die pennt auch schon. Okay. Bindungsangst, nochmals lesen. Mhm. Naja, wenn die Spaß macht. Okay. Danach kann er angeln gehen. So. Bum, 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 bum. Sind eigentlich... Ach nee, nicht alle sind perfekt. Okay, ich sag mal so.
Wenn ich die Aufnahme hier beendet habe, schmeiße ich alles, was nicht perfekt ist, raus. Nur damit ihr das wisst. Ich möchte nicht eure Zeit verschwenden und von daher mache ich das eben dann, wenn die Aufnahme nicht gerade läuft. Und ebenso gilt das auch für, okay, bei den Äpfeln sind alle perfekt. Nein, ist er nicht. Naja gut, die paar könnte man rausschmeißen. Das sind ja dann... Oh, sind doch einige. Sorry, okay, dann mache ich die anderen ebenfalls. Sehr gut und lecker. Na gut. Dann würde ich sagen, kommt das auch bei Gelegenheit. Und bis dahin würde ich sagen, mal gucken. Ach ja, stimmt. Umschalten, aufräumen an den Herd. Kann sie sich das Filmchen reinziehen. So, er ist am Arbeiten, er ist am unbegrenzten Arbeiten. Okay. Vorspulen. Wenn er unbedingt arbeiten will, lass ich ihn arbeiten. Das ist mir egal. So. Dum 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 dum. Ilanu, Kavanor, Tongabu. Was ist denn das eigentlich? Gesetzeshüterpieper. Aha. Gut. Johann von Entinken. Was für ein Quatsch. Fruchtpastete verdorben. Da würde ich sagen. Moment. So. Wie sieht's bei dir aus? Ah ja. Ja, ist schon nicht mehr so glücklich. Plasmasaft. Okay. Er ist scheinbar müde. Warum zum Geier geht der da noch extra hin? Kann mir das mal einer geigen? Ja, Müdigkeit muss schlimm sein. Man dann auch nicht mal schafft. Schwarzer Goldfisch, guck an. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Wunderbar, sehr gut. Sehr gut, wunderbar, hervorragend. Aha, okay. Da werde ich auch dann entsprechend die übermäßigen entsorgen. Du könntest auch nach Hause kommen. Und was dich angeht, ich glaube, du wirst schon etwas müde sein. Von daher, diesen da. Ja, den Jepen. Meine Güte, Kinder, dich da nicht dran. Der könnte auf jeden Fall auch ein bisschen schwimmen gehen. Warum nicht? Pen könnte auf jeden Fall schlafen. So, was dich angeht, du wirst dich auch nochmal dahin begeben, aber erstmal jetzt zu duschen. Extrem duschen und Snack und dann würde ich sagen, und so nochmal fieseln gehen. Auf jeden Fall das Ding ausschalten und auch dein Pen. So. Hat sie noch auf Drehe erstmal. So, sie ist am Abbronzen. Er meine ich. Sie ebenfalls. Er ebenso. Da ebenfalls. Das ist schön. Die hat noch zu tun. Und sie will unbedingt noch arbeiten. Na gut. Soll mir recht sein, wenn sie das unbedingt will. Das ist ihre Sache.
Ist ja auch schon wieder eine andere angeblieben. Naja. Spulen wir mal ein bisschen vor, würde ich sagen. Und zwar, bis sie in eine Koje gesprungen ist. Ist jetzt kaputt. Wo will sie denn hin? Und hier kommen das Schiff alle. Hä? Kapier ich nicht. Mitten in der Nacht muss die arbeiten. Ich glaube, ich spinne. 9 bis 14 Uhr und sie arbeitet in der Nacht. Irgendwie leicht unlogisch, oder? Na gut, schlafen wir hin. Wenigstens für den Moment. Wenn es auch nicht lange dauern wird. So, dann würde ich sagen. Heile Witzka. Der könnte sich dann eventuell mal. Naja, auf dem Feierabend. Dann den Garten vornehmen. Und die springen gerade so schön. Na, ist das denn? Okay. Die pennt aus. Braucht er doch nicht arbeiten. Er erst recht nicht. Die Arbeit beginnt in 3 Stunden. Ist in Ordnung. Wie sieht's denn aus? Der hat auf jeden Fall Hunger. Oh, muss das Telefon dann bimmeln. Okay, Snack essen, Müsli, fertig. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das auch und das auch. Okay. So, wie sieht's aus? Zwei Stunden. Mhm. Der könnte dann noch schnell ein Abenteuer erleben. Fantasy. Fertig. So. Okay. Was treibt sie denn jetzt? In einem Tag und einer Stunde. Also wenn du denn schon an dem Computertisch sitzt, würde ich sagen, übe mal ein bisschen schreiben. Wäre vielleicht auch eine super Idee. Ich meine, das musst du ja nicht mehr allzu lange machen. Von daher. Beschuldigung anhören. Was? Moment. Wo ist sie denn? So, ist in Ordnung. Dann schauen wir mal. Er ist unterwegs zur Arbeit, ist in Ordnung. Wann nun schon wieder? Bum 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 bum. Post nehmen. Kugeln sind nicht die einzige Gefahr in der eisigen Höhle. Ein gefrorener Stalaktit hat sich von der Decke gelöst und stürzt auf den Kopf von Kalzu. Wie soll er sich retten? Agilität überprüfen, Intelligenz überprüfen. Agilität natürlich. So. So. Ich würde mal sagen, ab. Los jetzt. Auf jeden Fall ist der Spaß auf Maximum, das ist schön. Renne, Junge, renne! Lauf, Forrest, lauf! Ah, ist ja schön, dass er auch noch eine Spur kommt, ja? Geht nicht zu.
Doch, ich spinne. Wieder zur Arbeit. Ja. Mit Partner unterhalten, warum nicht? Mit anderen Wissenschaftlern fachsimpeln, ist in Ordnung. Okay. Hat die keine Arbeit heute? Ne, in 23 Stunden erst, okay. Und hart arbeiten, das ist schön so. Gut, was dich an... Sag mal, du hast schon das Ding drinne von wegen niemals nervig, wie schaffst du das? Oh Mann ey, ihr habt doch Probleme, Leute. So, wie sieht's bei ihm aus? Selena May möchte wissen, ob... Nein, ist er nicht. So, wie sieht's aus mit dem Spaß? So, danach würde ich sagen, kann er duschen gehen? So, spulen wir mal ein kleines bisschen vor. Okay. Außerdem kann er diesen machen, exakt. Der Kollege von Joel, Buster Clavel, braucht einen Geschmackstester für eine neu erschaffene Pflanze. Möchte Joel am Testverfahren teilnehmen? Ja. So, ist in Ordnung. Jetzt auf Normal abspielen und der Horst. Easy. Wo waren das? War das da? Nee, da war es nicht. Dann war es mit Sicherheit hier. Und zwar dort. Was? Kommt zwischen 15 und 18 Uhr. Okay, dann lassen wir das erstmal noch. Nö, vergiss es, komm, du gehst dahin. Du wolltest mal schwimmen gehen, also geh schwimmen. Wie sieht's damit aus? 12 Stunden am Tag. Quatsch. Ja. 12 Stunden am Stück wieder. Oder. Nee. Am Stück? Nee. Einfach nur angestrengt trainieren. Das ist ja schön, dass er sich freut. So. Öffentlich gedemütigt, Freund verloren. Was? Wen? So, weil ja, sie hat ja immer noch Charisma auf voll. Aber sie könnte AD sehen und dann wo ist denn sie? Ach, guck an, die hat's bald vervollständigt. So schön. Ist in Ordnung. Nein, ist er nicht. Ah, ja, ist es. Okay, ich würde sagen, vergiss es. Du gehst stattdessen eins tiefer und wirst erstmal was spachteln. Was hältst du von der Idee? Müsli. So. Der schwimmt immer noch, das ist schön. Umschalten auf Run an den Herd. Aha. Nein! Meine Güte, die Fragen, wie ist Equi oft im Löcher hier in den Bauch? Okay, diesen da. Könnte erstmal auch was essen. So, wo ist er? Der muss unbedingt lesen, vergiss es, Junge.
Hier, Gartenpflege ist angesagt. Vollpfosten. Nee, 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 hier ist was los. Ja, wie gesagt, also alles, was nicht gerade die beste Qualität ist, fliegt dann weg und dann ist das easy. So, bis der hier fertig ist. Nee, Moment. Vergiss es. Er ist. Nee, Moment, das ist er nicht. Och, und dahin. BHST absolvieren. So. Und bis er fertig ist, spule ich vor. Nein! Alter, was soll denn der Quatsch? Bum 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 bum. 205.000, na, ist doch mal prächtig. Heiliger Strohsack, das wird ja schon dunkel, ey. Hm. Naja. Was denn, was muss sein? Was denn jetzt? Doch nicht, der ist müde. Nö. Warum hat denn der aufgehört? Aber nicht wegen stinkende Socke, oder? Ach ne, hier. Okay. Er hat Hunger. Dann würde ich auch vorher sagen, geh mal erstmal duschen. Und dann kannst du was essen. Snack essen, Müsli. So. Was sie angeht, die kann erstmal dann duschen gehen. Und okay, er ist auf dem Weg nach Hause, oder? Das ist schön. Bum 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 bum. Kann einen Saft trinken. Das mit ihm. Der könnte mal pennen gehen. Aber egal, muss er wissen. Hygiene. Duschen. So, sie pennt schon, ist in Ordnung. Und ich würde mal sagen, wenn die dann alle in die Koje gehopst sind, war es das für diese Aufnahme für heute. Und ja, danach ist dann eben, wie soll ich sagen, danach ist dann für mich noch angesagt, dass ich alles aus dem Inventar an Früchten hier rausschmeiße, was nicht die höchstmögliche Qualität hat von dem, was im Menü ist. Oder Inventar ist. Von daher. Okay, er geht automatisch pennen, das ist schön. Okay, er lässt sich noch voll quatschen vorher. Dum, 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 dum. So, Nick Alto möchte wissen. Nein, ist sie nicht. Ja, so kann man natürlich auch ausdrücken. Ich hätte andere Worte genommen, aber ist in Ordnung. Er ist am verputzen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich wollte gerade sagen, ey, reißt euch. Ich hab euch die Eigenschaft nicht umsonst. Da muss der unbedingt noch lesen. Ist denn der bescheuert? Ist er echt. Ich nehme irgendwann euch allen die Bücherregale weg, kannst du glauben. Ich hab so die Faxen dicker. Beziehungsweise ihr könnt auch einfach mal hier die Türen rausnehmen und dann ist easy. Dann habe ich da Bücherlager und dann ist easy. Ehrlich. Kann wohl nicht sein. Leute, ich will euch ja nicht stören bei euch eurem hochgeistigen Gespräch. Aber. Die Ene muss hier arbeiten.
Und deswegen würde ich sagen, ab in die Koje. Sie ist denn da? Je pennen. So, sie ist am Pennen, das ist gut. Ist auch auf dem Weg. Okay. Ist der mit Sugar oder was? Je pennen, du Arsch! Meine Herren, doch. Ist das jetzt echt nicht wahr? Und sie muss natürlich... Wenn du schon nicht essen willst, dann je wenigstens pennen, Junge. Ey, ehrlich jetzt mal. Da kann man doch echt die Schnauze voll kriegen, ey. Meine Fresse, ey. Na gut, das soll es dann praktisch schon wieder gewesen sein für diese Aufnahme. Von daher, falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und die euch gefallen hat, freue ich mich genauso über ein Abo. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, freue ich mich auch darüber. Und ansonsten sage ich, wenn ihr wollt, bis zur nächsten Folge. Und ja.